Und da sind wir bei einer weiteren C-Fan-Mission, Heartbreaking, in der wir aufwachen und uns an einen seltsamen Ort wiederfinden. Aber zum Glück haben wir ja unsere Glückshand und die müssen wir finden. Zusätzlich sollen wir noch ein Rosary beschaffen. Und optional sind 2500 Loot. Es gibt keine anderen Schwierigkeitsgrade. Aber wie gesagt, schon mal zum Einstimmen ein bisschen auf den Oktober. Werden wir diese Mission spielen. Und natürlich safen. Okay, wir haben auf jeden Fall Waffen. Wasserpfeile. Dieterische. Und ein Skelettenmann. Hallo Skelettenmann. Oh, du bist gar nicht existent. Und ein verfluchtes Buch. Hello, Garrett. Oh, so viel Text. Where am I, meine ich. What happened? Okay, jemand hat uns hier auf jeden Fall verzaubert. Okay, es gibt 5 Welten. Wir sind quasi in einer Albtraumwelt und es gibt 5 verschiedene Welten und wir müssen bei jeder Welt ein Ende finden. Quasi ein Fluchtweg. Das ist mir zu gefährlich. Ja, das bringt dir aber nichts, Garrett. Wenn das zu gefährlich ist, musst du da trotzdem da rein. Oh, Ratti. Ich hab Dietriche. Ich weiß nicht, ob ich sie brauche. Ich weiß nicht, was mich da drin erwartet. Wir gehen einfach mal rein. Okay, ich verstehe schon. Das ist der erste Part. Das sind natürlich Fliesen. Und wenn der mich hört, dann dreht er völlig am Stock. Hast du was bei dir? Nee. Okay, warte. Richtig wieder. Okay, wir sind einfach ein Meisterschleicher. Oh, hier ist noch mehr. Und noch mehr Fliesen. Das ist das nächste Buch. Heiltränke, Heiltränke und ein Schalter. Aber wir sollten erstmal zum Buch gehen, würde ich sagen. Speichern nochmal. Hard save. Und schauen wir mal, was das Buch von uns möchte. Mr. Gale, what do you think about your new action scene? Did you like my hand? Turn around. All this was to warm up you up. Okay. Anscheinend geht er davon aus, dass wir gegen den Hound gekämpft haben. Wir müssen 3 Schalter aktivieren. Und dann wird eine Brücke erscheinen, die wahrscheinlich zu uns rausbringt. Drei Schalter. Ich sehe hier schon 2. Aber wahrscheinlich werden die Hounds dann freigelassen. Oh mein Gott. Wir haben 3 Schalter aktiviert, aber ich sehe hier keine Brücke. Wir müssen ja darüber wahrscheinlich. Ich denke mal, hier werden irgendwelche Sachen passieren. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, wenn ich hier runterfalle, bin ich dead. Oder gesagt, komme ich... Obwohl, doch, man kommt da wieder raus. Da hinten ist eine Leiter. Ich sehe hier aber keine Schaltermechanismen. Doch, das sind Schalter. Okay, muss ich den Schalter aktivieren und dann drehen sie durch? Kann ich hier... Bin ich hier im Hellen? Ich bin hier sofort im Hellen, okay. Ja, und die sehen mich auch. Okay, okay, es geht los. Hopp!
Da hinten hat sich jetzt auch... Oh, oben ist auch das Ding offen. Ach, das ist die magische Brücke. Okay, wie komme ich jetzt hoch? Habe ich eigentlich Pfeile? Nee. Doch, ich habe zwei Pfeile. Okay, wo ist Holz? Wo ist hier Holz im Raum? Ich hätte mich, glaube ich, erstmal umsehen sollen, bevor ich, waghalsig runtergefallen bin. Vielleicht sollten wir hier unten uns weiter umsehen. Die Hounds können mir jetzt eh gerade nichts tun. Drei Schalter sollte ich aktivieren, aber ich habe vier aktiviert. Ich frage mich, ob ich die einsperren kann. Okay, das sind ganz schön viele. Wow! Da sind noch viele. Okay, ich habe jetzt noch zwei übrig. Das Problem ist, die... Ach, und die Brücken gehen auch weg. Das heißt, ich muss das aktivieren. Na gut, wir machen erstmal dich platt. Oh shit! Ich habe auch keine... Na doch, ich habe Unsichtbarkeitstränke. Kommt her! Okay. Muss ich die alle besiegen? Ich verstehe es doch nicht so richtig. Okay, wollen wir mal. Ich kann es nicht mehr aufmachen. Ich kann es nicht mehr aufmachen. Was ist das für ein Scheiß? Okay, wir lesen dann das Buch lieber zu Ende. Okay, was steht hier nochmal? And the bridge will appear to the cross as a gap. Okay. Of course, I have a simulated task and I meet certain difficulties. And I'm going to be very generous. There's a little room in this pit where I left you some very interesting potions. I would be very disappointed if you something happened to you this soon. Last hint, do not always run. There is a solution. Give my friends my regrets, Mr. Garrett. Ich sollte nicht rennen. Warte mal, da hinten öffnet sich ja auch was, oder? Also ich glaube, durch die Falle hat sich da nichts geöffnet. Wie gesagt, wir können ja hier nochmal saven. Aktivieren die Fallen. Hier ist noch eine Leiter. Aber... So, da kann ich den einsperren, okay. Aber wie kommt man da rein? So, ich habe das falsche Ding aktiviert. Jetzt geht das Ding auf. Ja, wie ist denn die Lösung? Ich weiß es immer noch nicht. Aua! Aua! Oh, Scheiße! Ah! Ich habe jetzt die Idee gehabt. Wir locken die da wieder rein.
Das macht aber keinen Sinn. Ich muss den Schalter aktivieren, damit die Brücken hochgehen. Das heißt, diese zwei Schalter brauche ich, glaube ich, gar nicht. Aber wie? Das Ding geht auf. Das Ding geht auf. Ah, jetzt hat er mich schon gehört. Das Ding geht auf, aber wie komme ich da rein? Ist hier unten irgendwo ein zusätzlicher Weg? Ich sehe hier keinen zusätzlichen Weg. Auf jeden Fall muss hier so eine Art Wand... Warte mal. Ich kann ja mal testen, ob hier irgendwie eine Wand zu öffnen ist. Wahrscheinlich nicht von hier, aber vielleicht ist hier drinnen eine Wand. Ja, da ist ein Durchgang. Okay, okay, ich verstehe, okay. Wir könnten mit einem Unsichtbarkeitstrank an die vorbei, ohne Gekämpfe. Aber wie sagt das mit dem Rennen? War einfach. Okay, ich dachte, man muss irgendwas Spezielles machen. Oh nein, ich höre Roboter. Okay, was haben wir denn jetzt für ein Spielchen? Alle in diese Richtungen. Wie geht's nach unten? Überall Fliesen. Das ist das. Oh Gott, da hinten ist er. Schnell, schnell ins Dunkle, schnell ins Dunkle. Ich habe Licht bestimmt. Keine Gefahr. Wir haben auch keine Wasserpfeile. Wir können ihn also nicht ausschalten. Hier haben wir... Ach, hier könnten wir Seilpfeile verwenden. Wir haben ja welche. 5 Welten. Ich weiß nicht, ob wir schon in einer der Welten waren. Das scheint einer der Welten zu sein. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Für mich wie eine Falle aus. Ich habe ein bisschen Angst. Aber nur ein bisschen. Oh, ich höre Houndies. Aber wo? Es kommt näher. Keine Schritte. Okay, da läuft hier ein Kreis. Okay, da liegt was in der Mitte. Das ist ein Schlüssel. Der Raum ist komplett hell. Das heißt, ich werde auf jeden Fall gesehen. Okay, was ist das für ein Key? Blue Door Key. Okay, das war auch sehr interessant. Ich habe irgendwie eine Falle aktiviert.
frage nur, wo? Ach da, die Fallen habe ich jetzt aktiviert. Da komme ich also nicht mehr durch. Oh shit. Ah, verstehe. Oh, das ist fies. Okay, warte mal. Kann die Falle den Hound umbringen? Dann ist das Portal. Also, ich mach das nicht. Der hat sich selbst umgebracht. Ihr habt es gesehen. Okay, warte mal, schauen wir mal, was hier hinten ist. Hier wäre ich wahrscheinlich eh nicht durchgekommen. Okay, warte mal, wenn die alle nur in diese Richtung gucken, hätte ich ihn auch verschonen können. Okay, schön vorsichtig. Warte mal, ich speichere, bevor ich hier hinten lang gehe. Was ist, wenn ich hier gar nicht lang muss? Keinen Krach machen. Nur keinen Krach machen. Ist hier noch ein Hound in der Ecke? Was ist denn los? Ich mach doch gar nichts. Das ist brutal. Also theoretisch kann man das schaffen, ohne einen Hound umzubringen. Aber gut, der hat sich jetzt selbst umgebracht. Okay, es hat hier geklappt. So, jetzt müssen wir nur noch an diese Falle da vorne vorbei. Also das ist schon eine Mission, wo man wirklich ja, mit Gefühl rangehen muss. Ich gemein die Falle hier. Okay, das war Nummer 1. Aber ich habe nur einen Schlüssel bekommen. Ich dachte, man muss immer einen Fluchtweg finden in der jeweiligen Welt. Wir schauen uns mal hier hinten um. Jetzt muss natürlich eine blaue Tür... Oh, wobei, wir hatten da hinten Farben. Blaue Tür, das könnte die sein. Oh. Ein Secret. Aber was habe ich geöffnet? Was habe ich jetzt geöffnet? Das ist jetzt die Frage. Warte mal, speicher mal. Vielleicht hier drüben. Ah, könnte es das hier gewesen sein? Ich hatte hier nochmal ausgerüstet mit Zeug. Jo, das war das Secret. Okay. Okay, wir müssen jetzt nach unten. Oder ist hier oben noch eine Etage, wo was ist? Oh, diese Hounds sind unruhig. Da ist noch was. Da geht's auch noch weiter. Was ist das da? Das ist wie eine normale Wand. Oh, ist das... Ah, die Lucky Hand. Oh, scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, gut. Der geht nicht hier lang. Okay, hier ist die Lucky Hand. Das heißt, ich muss das hier auf jeden Fall öffnen. Ah, ich verstehe. Rot und blau. So, und dann haben wir hier unten eine blaue Tür. Und eine rote Tür.
Das heißt, ich muss hier den Schlüssel verwenden, um in dann diese Tür zu kommen. Und da ist ein Schalter, der dann das Ding öffnet. Da fehlt eigentlich nur noch rauszufinden, wo der Rosary ist. Ein Meisterschleicher. Wie auf Ballerinaschuhen. Oh, was ist das für eine Tür? Die geht einfach auf. Ich kann mich hier verstecken. Wahrscheinlich dafür ist das da. So, da ist die rote Tür. Der läuft jetzt hier wieder lang. So, jetzt muss man aufpassen. Über mir ist ja auch noch einer. So, dann können wir hier gleich rein. Blue Door Key. Sehen. Der sieht mich hinter der Türe. Okay, was willst du von mir? Here you are in front of your first trial, Mr. Garrett. The goal of this first test is simple. Find the key to open the red door. Okay, also müssen wir jetzt die rote Tür danach finden und öffnen. You will soon realize that the trial requires speed, agility and reflection and stealth. I call this exercise nightmare from beyond the grave. I know what you think, but I am self-assured and arrogant. Oh, one last thing. Being a gentleman, I've opened two doors for you instead of one. Just think about it. Zwei Türen für eine. Da ist der Zombie-Man. Okay, er ist langsam. Scheiße, er sieht mich. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Ich habe noch den Unsichtbarkeitstrank und den Speed Potion. Ich glaube, wir werden den Speed Potion verwenden. Verdammt. Aua! Das war knapp. Ich hoffe, ich habe da in diesem Labyrinth nichts vergessen. Ach, hier kann ich mich verstecken. Hey, der hat noch Loot bei sich. Okay, warte mal. Wir haben einen weiteren Key bekommen. Der ist bestimmt für die Red... Was ist denn Presbytery? Nein, jetzt habe ich den Sack vergessen. Gib mir deinen Sack. Okay, jetzt noch eine Sackgasse. Was? Wie gemein! Ihr werdet noch ans Tageslicht gebracht.
Wie gemein ist das denn? Das Ding ist einfach aktiviert worden. Ich hoffe, der vergisst mich. Wer kämpft der Hound gegen die Zombies? Euer Versteckspiel wird euch nicht. Anscheinend kämpft der gegen die Zombies. Sollten Untote gar nicht gegeneinander kämpfen? Okay, hat sich wieder beruhigt. Wo ist denn der? Okay. Gut, so habe ich eigentlich die Dietriche. Kann mir das jemand verraten? Wo ist denn der? Brother Pong, we have modified the entrance to the Bone Heart. According to Father Franklin's demands, you now need to flip the lever beside the entrance to the Heath. Ach, da ist er. Oh, scheiße. Au! Warte mal, ich habe eine Idee. Hey, du Sack. Ja, hier bin ich. Hi. Oh, nein, 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 nicht mich! Wenn ich Glück habe, läuft er direkt zu den Zombie-Man. Und dann bekämpfen die sich, dann kann ich die Tür zuschließen, dann habe ich Ruhe. Weil der ist ja eh getriggert, also ich kann es ja eh nicht mehr ändern. Warte mal, habe ich einen Lärmpfeil? Nee. Habe ich Breitkopf. Wer seid ihr, Schurke? Doch, ich habe Breitkopfpfeile. Geh da raus. Bist du scheiße oder so? Hey. Danke. Gebt euer Versteck. Die gibt immer so schnell auf. Missetäter, die Schatten werden euch nicht lange. Verflucht sei mein schlechtes Auge. Hi. Wohin lief der Eindringling? Aber wenn er den Zombie da hinten hört, dann wird er vielleicht da reingehen. Euer Versteckspiel wird euch nicht retten. Wo schlich er hin? Ja, dann komm doch rein mal hierher. Missetäter, die Schatten werden euch nicht lange verbergen. Da drüben. Oh, er kommt nicht durchs Gitter. Nein, du bist so ein elender Idiot. Du bist so ein Vollidiot. Okay, warte mal, ich habe eine Idee. Also. Ich locke den hier rüber. Hi. Mein Hammer. Ich werde euch bald finden. Hör auf! Ich muss den nur hier reinkriegen. Wow. Du bist ja wahnsinnig. Euer letztes Stündlein schlägt. Alter, traut sich nicht näher ran, weil ich so nah bin.
Ja, ja, komm hier rein. Warte mal, ich habe eine Idee. Wenn ich so mache. Nein, lass mich doch durch! Wow! Boah! Oh. Gut, viel Spaß da drinnen. Okay, gut. So, das war der Schalter. Das war Skill. Das war Skill. Oh, jetzt hat er einen Fehler gemacht, weil jetzt ist der Hound nicht glücklich, dass er seine Puppe zerstört hat. Hey, wer bist du denn? Noch so ein Sack. Gebt euer Versteckspiel auf, ihr Dieb. Ihr werdet mir nicht entkommen. Der hat den Gong gehört. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe jetzt noch so eine Bonehot Key. Verflucht sei mein schlechtes Augenlicht. Wohin lief der Eindringling? Gebt euer Versteckspiel auf, ihr Dieb! Oh ja. Hä, die laufen jetzt beide da drinnen rum. Was zum Scheiß ist das? Opa, ich hab eine Idee. Ihr werdet noch ans Tageslicht gebracht. Ich hab eine Idee, weil ich muss ja hier, glaube ich, nicht mehr lang, hoffe ich. Denn der Typ jetzt hier drinne, kann ich die Tür zumachen, dann ist die Tür abgeschlossen, aber dann komme ich nicht mehr raus. Also, hard safe. So, abgeschlossen. Dann kommt er nämlich hier nicht rein. Und wir können ja in Ruhe gucken. Ich bin einfach zu schlau für euch. Ich höre noch mehr Mechanisten oder Hammeriten, was auch immer. Wo ist eine Glocke? Ich höre eine Spinne. Das hier sieht aus, als könnte man das Ding bewegen. Hier ist auch ein Gong. Muss ich den schlagen? Alter. Das schallert in der Ohrmuschel, sage ich euch. Oh, hier ist was passiert. Eine Wache höre ich. Dahinter ist noch was. Da scheint nichts zu sein. Wer ist eigentlich die Schurke? Archivs. Ach, hier soll der Schalter sein. Ach, und das ist natürlich ein Houndie wieder hier. Und die sind freundlich mit denen. Keine Fliesen. Easy. Das ist der Schalter. Alter, die Tür geht nicht auf. Der müsste dann sozusagen das Ding da unten genau bewegt haben. Sonst ist hier nichts. Ich hatte jetzt nur gedacht, dass hier noch so ein paar Geheimnisse sind. Mal ein kleines Bildchen davon gemacht. Von der Lage. Wir können jetzt hier noch reingehen. Ich weiß nicht, ob das. Oh, hier ist ein Hammerit. Das Schlangenreif, der legendäre. Gebt euch zu erkennen, ist da jemand? Und das Wort schwebte ihm. Gewiss waren es nur Ratten. Okay.
schon mal, nur schon mal schauen. Okay. Es gibt hier kein... Okay, wir gehen hier mal noch ganz vorsichtig. Aber eigentlich ein Black... Ja, wir haben Blackjack. Es ist ja optional. Das Loot. Hier aber nichts mehr. Der guckt einfach nur sein Bettchen an. Okay, wir können ja eins machen. Wir können ja mal kurz testen, ob hier noch was ist. Oh, ist direkt ins Bett gefallen. Ich will aber hier mal kurz gucken, ob hier noch was ist. Ne, hier scheint wirklich nichts zu sein. Okay, dann können wir den in Ruhe lassen. Und wir verschwinden. Wir verschwinden von hier. Tretet hervor und erklärt euch, so ihr da seid. Nun sehe ich nichts mehr. Okay, jetzt können wir weiter. Das ist jetzt aber sehr leicht momentan. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das richtig war, dass ich die Tür zugemacht habe. Oder warte mal, kann ich vielleicht mit den Bonehard Key das Ding wieder öffnen? Nein. Es muss also einen Schaltermechanismus geben dafür. Den mit dem Bonehard-Key werden wir hier verwenden. Oh. Ich höre wieder einen Zombie. Dafür ist der Bonehard-Key. Oh, das wird heftig. Spinnen, noch eine Wache und ein Zombie. Okay, das sieht sehr seltsam aus. Diese Tür öffnen. Jedenfalls nicht mit den Dingern. Hier brauche ich also ein Schalüssel. Oh nein. Psst, da drüben. Oh, das ist richtig gemein hier. War wohl nur der Wind. Die gucken genau in meine Richtung. Hier muss ich also schnell sein. Gesehen werde ich sowieso, oder? Alter, mit Feuerpfeil. Okay, wie soll ich das machen? Ich habe zwei Blitzbomben. Ich habe Weihwasser. Ein Haufen Zombies. Die Spinnenzombies machen mir, glaube ich, nicht so viel Angst. Gasminen. Ich höre keinen Sound mehr. Jetzt. Ich rate jetzt einfach mal. Da hinten sind noch mehr Wachen, oder? Okay, ich verballer meinen wertvollen Unsichtbarkeitstrank, weil ich keine Ahnung habe, wie ich sonst... Hä? Wo ist mein Unsichtbarkeitstrank? Hä? Wann habe ich den verwendet? Habe ich den vergessen einzusammeln? Nein! Okay. Ach, hier sind... Wen? Der Einbrecher ist hier! Erstmal hier umsehen. Oh Gott. Habe ich irgendwas, um dich aufzuhalten? Nee. Weihwasser hätten wir noch. Also ich könnte versuchen, an die vorbeizurennen, an die Bogenschützen. Weil die Feuerpfeile brauchen eine Weile. Dann können wir hier rein und dann schnell die Tür schließen. Dann komme ich hier hin. So, was ist jetzt hier mit der Mitte? Achso, die Zombies werden rausgelassen, sobald ich den Schlüssel nehme. Alter, sind es viele. Okay, also, wie gesagt, es...
Mit Stealth ist hier nicht möglich. Kommt mal mit, Jungs. Ich will mich hier mal ein bisschen umsehen. Perfekt. Dann kann ich nämlich auch mein Weihwasser ganz gut einsetzen. So. Hier ist alles gut. Also theoretisch muss ich die Archer nicht wegballern. Es reicht, wenn ich an die vorbeidüse. Dann komme ich hier hin. Kann man das knacken? Nein, kann man nicht knacken. Und keiner meiner Keys wird, denke ich mal, hier funktionieren. Aber hier ist, glaube ich, ein Schlüssel. Das heißt, dieser Raum wird noch relevant. Aber in welche Form? Kann man hier irgendwie anders rein? Ich brauche bestimmt hier einen Schlüssel, um da reinzukommen. Und das ist sozusagen die nächste Etappe. Hier keine Archer. Sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, wir werden das versuchen ohne den ganzen Traram. Ich muss nur schnell sein. Und los. Wow. Okay. Okay, diese Spinnen tun mir nichts. Außer da zu sein. Anwesend zu sein. Und hier darf ich wahrscheinlich nicht irgendwie runterfallen oder so. Was? Was zum... Was war das? Wer war das? Nochmal. Da drüben! Du kleiner Sack. Irgendwas habe ich geöffnet. Aber nicht hier auf jeden Fall. Okay, wo kam der Schuss her? Okay, warte, wir versuchen es nochmal. Der Schuss kam auf jeden Fall, nachdem ich da rüber gejumpt bin. Ah, scheiße. Ist echt schwer. Die werden einfach erzeugt. Oh, scheiße! Ich muss schneller sein. Oh. Meisterdieb! Indeed! So. So, dann aktivieren wir noch den Schalter. Oh, hat nicht geklappt. Okay, nochmal. Irgendwas habe ich aktiviert, aber ich weiß noch nicht was. Da vielleicht das Ding da vielleicht. Warte, ich lade nochmal. Gucke mal, ob das Ding schon offen war. Fuck. Fuck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, war das knapp. Nein! Kling. Mission fängt immer mit einem Kling an, das ist gut. Ach, das ist das Secret. Okay, also die grüne Dings. Das wird dann geöffnet. Hat sich geöffnet wie eine Holztür. Okay. Okay, gut. Weiter geht's. Irgendwas noch? Nee. Ich muss jetzt eigentlich nur den Weg zurückfinden. Naja. Ah, das Rumgejumpe.
Okay, gut, wir sind durch. Durch diesen Abriss des Wahnsinns. Sehr interessante Mission auf jeden Fall. Es ist mehr so wieder so ein Hindernisparcours-Mission. Wir befinden uns, wie gesagt, in einem Traum. Ach, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite, oder was? Wir haben Wasserfälle, wir können auch Fackeln löschen. Oh. Kein guter Punkt. Der hat auf jeden Fall einen Schlüssel, wahrscheinlich brauchen wir den. Weil ich habe jetzt da drin auch keinen Schlüssel gefunden. Da ist er. Okay. Das war der Torture. Ja. Die Folterkamera. Wozu ist die? Ist die vielleicht da, um... Oh, hier ist noch was. Schalter. Und ein Buch. Okay, was willst du? What do you think of your adventure so far, Mr. Garrett? If you're not resting, I would be disappointed. Here in a place some might call haunted, but you had already noticed that, hadn't you? You're in the middle of the first trial of the blue door. I would say it's the easiest. The key to the red door is inaccessible for now. Oha, ein verbotener Platz, der gefährlich ist. Also das Tier ist noch nicht. Oha. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt öffnen soll. Alle Dinger? Es wird ja nicht gesagt, wo ich rein soll. Was ist denn das? Da komme ich nicht rein. Okay, es sind Zombie-Mans. Okay, ich habe hier das Gefühl, dass die Türen aufgehen werden. Noch mehr Haunties. Hier kann man sich verstecken, okay. Ach, das sind die Zellen. Aha, und hier werde ich wahrscheinlich einen Schlüssel oder sowas finden und ich muss mich dann entscheiden, welche Zelle ich nehme. Das ist auch nichts. Control Room Entrance. Macht er die Dinge auf? Er öffnet die ganzen Türen. Okay, Moment, wir machen das Ding wieder zu. Wir müssen erstmal wissen, warum wir die Zellen öffnen sollten. Warum sollten wir so wahnsinnig sein und die Zellen öffnen, wenn da nichts drin ist, außer Zombies? Hier ist sonst nichts. Also ich würde es verstehen, wenn in diesen... Oh fuck. In diesen Räumen ein Schlüssel ist. Das ist ein Durchgang. Nee, das ist kein Durchgang. Okay, das müssen wir also erstmal checken, ob das, ob einer von den Räumen relevant ist. Aber ich muss wahrscheinlich das machen.
Er sagte ja auch, wir sollen geduldig sein. Shit. Scheiße. Die Zombies wieder. Scheiße. Oh, der hängt fest. Ich glaube, es war nicht schlau, dass sie die Zombies gegen die Hounds kämpfen lassen. Quasi, dass die Gefangenen mit den Wärtern kämpfen. Weil das führt dazu, dass die ein bisschen broken sind. Komm ich hoch, komm ich hoch. So. Jetzt verstecke ich mich. Dann wird er gleich den Hound da drüben angreifen. Da die Hounds sie nicht vernichten können, obwohl sie eigentlich auch Hammeriten sind. Hä, er läuft jetzt zurück. Ich habe jetzt mal gespeichert. Ah, da war ein Key. Nein, lass mich in Ruhe. Scheiße. Okay, ich muss hier irgendwie loswerden. Könnte ich sie theoretisch da drin einsperren? Oh, Scheiße. Control. Forbidden Zone, das ist sie. Okay, warte mal, ich habe eine Idee. Vielleicht mache ich es wirklich so. Ich locke die alle rein und dann sperre ich sie ein. Weil ich könnte das natürlich alles hier durchschleichen. Aber dann habe ich doch mehr. Also das ist sowieso außer Rand und Band. Was soll ich durchschleichen? Ich weiß es noch nicht. Ne, ist nur ein Schalter. Ich dachte, das war ein Schlüssel. Hier ist die Forbidden Zone. Das wird sowieso am schwersten sein. Forbidden Zone, Au! Oh. Ah! Wo kommst du denn her? Ich glaube, das wird hier nichts. Wir sollten einfach gehen. Was? Wo kommst du denn her? Auf einmal kommt der angerannt. Wozu habe ich die geöffnet? Scheiße, ich komme nicht an den Schalter ran. Was? Du kleiner Niederträchtiger, du. Kann man diese Türen wieder bewegen? Die kann man. Man kann hier Leute einsperren. Hey. Komm, Mädel, komm. Oh, Scheiße. Oh Gott. Okay, sie ist drinnen.
So, wenn ich da an diese Tür komme, dann kann ich die da drinnen auch einsperren. Perfekt. So, jetzt die Tür zu. Ah, sehr gut. So, jetzt weiß ich aber nicht, ob die einen Key hatten. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Oder ist das vielleicht so eine Art Falle? Sozusagen, du weißt nicht, welche Tür du zuerst öffnen sollst. Und das sind einfach nur zum... Ich kapier's immer noch nicht so richtig, aber ist egal. Auf jeden Fall ist da Pali gerade drin. So, dann wollen wir uns mal hier noch ran versuchen. Weil die Verbindzone wird am schwersten werden, weil das komplett im Hellen ist. Aber da soll ich ja rein. Das ist der Control Room. Okay, der öffnet die Türen. Da hinten warten sie auch schon. Alles voller Hounds. Kann ich mich hier nirgendwo verstecken? Ich hatte das Gefühl, sobald ich da hinten langgelatscht bin, werden die Tore aufgehen und die Hounds werden rausgelassen. Befreit den Kraken! Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Warning. The Bonehot is now forbidden zone. Is now our forbidden zone. Entry into the forbidden zone is restricted to the priest. Okay, also wenn ich das Ding öffne, dann ist hier, geht hier die Post ab. Okay, die kommen hier nicht rein. Okay, das ist schon mal gut. Aber ist ja auch alles heller jetzt. Okay, wir könnten eine der Speed Potions noch nutzen, die wir haben. Ich weiß nicht, ob ich sie brauche. Aber mir bleibt wohl keine andere Wahl. Okay, hätte ich auch überleben können, indem ich hier... Was habe ich jetzt eigentlich gewonnen? Nichts. Ich habe immer noch einen Haufen Kies und weiß noch nicht wofür. Ich weiß noch nicht so richtig, was das Level von mir will. Aber wir werden uns hier schon durchfinden. So, wie läuft der immer hin und her? Okay, da läuft immer im Kreis. Okay, dann warten wir. Dann gibt es auf jeden Fall Loot. Das ist ja nur optional, aber ich hätte es trotzdem gerne. Da ist auch noch einer. Okay, das ist hier einfach nur das Timing nutzen. Oh, hi. Okay, hier kann ich mich drin verstecken. Das ist gut. Aber vielleicht ist auch ein Zeug da hier drin. Oh nein, war das Fliese? Es war eine Fliese. Okay, hat sich wieder. Stell mir vor, man müsste gegen all das kämpfen hier. Ich weiß noch nicht so richtig, ob ich hier was finde.
Ah, Loot. Okay, es lohnt sich doch, da reinzugehen in die Dinger. Ich habe noch nicht so richtig einen Anhaltspunkt. Wir suchen immer noch den Key für die Red Zone. Für die rote Türe, aber die habe ich immer noch nicht gefunden. Hier ist auch noch ein bisschen Loot. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Was ist das? Abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass die ganzen Keys irgendwo einen Nutzen haben. Wenn dann halt einer der Hounds den Key. Oder ist in einem dieser Mausoleum? Oh, ich muss aufpassen, hier sind Fliesen genau an den Dinger. Das sieht ein bisschen anders aus hier. Der hat keine Fliesen. Ich hoffe, ich habe den noch nicht verpasst. Kann ich auch machen. Wie die aufspringen, das ist irgendwie unheimlich. Ich stelle mir vor, da ist ein Gegner auf einmal dahinter. Komm schon. Die sieht anders aus hier. Das Rosary. Damit haben wir einer der Ziele erledigt. Aber die Lucky Hand sind wir immer noch nicht näher. Wir haben ja noch nicht mal die erste, sag ich mal, Prüfung bestanden. Ich brauche aber trotzdem eine Art... Ich brauche einen Key. Um durch diese Tür... Oder kann man die knacken? Das habe ich nicht getestet. Oh, Zombie-Man. Wir schauen, wie gesagt, erstmal alle Kammern durch. 500 Loot fehlen uns nur noch. Schön aufpassen, dass hier keine Fliese zu sehen ist. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Nee, hier waren wir auch noch nicht. Wir gehen nochmal zu der versiegelten Tür. Oder warte mal. Doch, hier ist die Mitte. Okay, ich will ja nur sehen, ob man das Ding öffnen kann. Das machen wir richtig platt. Zack! 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 Okay. Also, was haben wir hier? Eine Tür, die man nicht knacken kann. Kann doch nicht wahr sein. Hier muss doch irgendwo der scheiß Schlüssel sein. Schlüssel. Schlüssel? Schlüssel. Hier strahlt es irgendwie im Hintergrund. Aber ist da was? Hier ist die Wand da. Ach, hier ist auch noch ein Haunty. Gott, was ist das hier? Hier war ich noch nicht. Charlosel. So, und hier waren... Diesen Dingern war es nicht. Definitiv nicht. Das waren die letzten. Hier bin ich auch schon rein. Das war der erste, wo ich reingegangen bin. Muss ich vielleicht alle öffnen, dass sich dieses Ding öffnet, weil nicht immer muss man einen Schlüssel benutzen. So haben wir es ja gelernt. Um eine Tür zu öffnen.
hier sieht anders aus. Guckt euch mal die Wand an. Die haben wir hier zum Beispiel auch nicht. Warte mal. Wie sind eigentlich die Wände überall? Das sind einfach nur Steinwände. Einfach nur Stein. Auch Stein, auch Stein. Der eine Raum hat eine ganz andere Wand. Der hier ist speziell, weil hier das Rosary war. So, jetzt haben wir alle Türen geöffnet. Die Tür bleibt aber zu. Also würde ich jetzt einfach vermuten, dass in diesem Raum hier was irgendwas speziell... Warte mal, wo ist er hin? Hä, wo ist der Raum hin? Hier ist auch nicht. Wo ist er denn? Ach, da drüben. Da. Dass hier irgendwas ist. Guck mal, wie die Wand ist hier anders. Aber es ist keine bewegliche Wand. Warum ist hier die Wand anders? Und sind in die Texturen ausgegangen. Ich kapiere auch nicht, wieso die Tür zu ist. Wir haben das Rosary bekommen, aber hier kommen wir auch nicht weiter. Oder ich komme hier später weiter. Ist hier noch eine Tür, die ich nicht... Warte mal, da ist noch so eine Wand. Oh, scheiße. Okay. Du hast mich gerade ein bisschen genervt. Hier haben wir noch einen Hammer. Ah, da kommt man nicht hoch. Also jedenfalls nicht auf normalen Wege. Ich glaube, da ist auch gar nichts. So, hier haben wir wieder zwei Särge. Und wieder so eine komische Wand. Das könnte aber einfach nur da sein. Ach, meine Maus struggelt gerade ein bisschen. Ich habe auch keine Schalter entdeckt oder so. Ich würde sagen, wir können den Raum nicht ignorieren. Weil hier geht es nur wieder zurück und da kommen wir dann zu den ganzen anderen Plunder. Das heißt, wir müssen hier weiterkommen. Ich habe irgendwas übersehen. Okay. Kann es sein, dass die Gamma ein bisschen zu hoch eingestellt war? Okay. Also es ist gar nicht so einfach. Ich darf jetzt die Tür nicht zumachen. Mal sehen, wo mich das hinführt. Oh, Blut. Okay, wir wurden teleportiert. Und sind jetzt hier. Ah, jetzt geht das Gitter auf. Okay. Das ist schwierig mit den ganzen Bogenschützen. Moment, ich will nochmal zurückgehen. Ich will nicht mal wissen, ob jetzt hier drüben... Ah, falsche Seite. Ich dachte, ich habe das gesehen. Dass sich hier noch was verändert hat. Ah, die kämpfen noch. Okay. Die kämpfen noch. Was ist das hier eigentlich? Das ist doch ein Secret, oder? Das ist ein Secret. Okay, aber wie öffne ich das? Irgendwelche Schalter? Oder kann ich die nicht mehr drücken? Oh. Nee, jetzt muss doch ja... Ich will jetzt nicht darunter springen. Aber ich denke mal, hier unten gibt es noch was. Hier oben wird das mit dazugehören. Ich muss nur den Schalter finden. Der hier irgendwo ist. Also hier ist definitiv ein Secret. Aber das muss man natürlich irgendwie erstmal öffnen. Hier oben in den Ecken. Ach, da! Du kleines, mieses Vieh! Alter! Das
Das muss man erst mal sehen. Wir sind jetzt bei 2000 Loot. 2500 brauchen wir, genau. Alter, ist der klein. Das ist der kleinste. Das ist wirklich klein, der Switch. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Dann können wir nämlich jetzt den roten Schlüssel bekommen. So. Okay. Wir holen uns den Schlüssel und gehen sofort wieder raus. Achso, dann geht auch das, die Dinger gehen dann auf. Achso, das geht auch. Red Door Key. Was ist das? Proceed to the Red Door. Kommen wir direkt dahin? Oh, wir kommen direkt dahin. Oh nein. Fuck. Oh Gott, ich habe Angst. Stecken wir uns hier drin. Ah nee, hier war ja nichts. Oh, hier ist ein Schalter. Ah. Wah! Ein geheimer Eingang. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war kein guter Plan. Das war kein guter Plan. Hier drüben hat sich bestimmt jetzt was... Ah, guck mal, jetzt hat sich hier was geöffnet. Ja, speichern. Oh, schnell weg. Hey, da hinten ist auch was offen. Seht ihr das? Oh Gott, der ist auf dem Weg zu mir. Lass mich, du. Was ist hier? Oh. Hä? Eine Passage. Nein! Ich bin wieder hier. Oh Mann, ich will zu einer Da war eine Passage. Irgendwie. Okay, also, wir haben jetzt den roten Schlüssel und können dann zur roten Tür. Der hängt irgendwie fest, kann das sein? So, okay, das ist ein Teleporter. Leuchtstäbe brauche ich nicht. Heiltränke definitiv. Tja, dann sind wir bei 2,4 sind wir. Teleportieren wir uns? Müssen wir, kommen wir sonst nicht raus. Hä? Es... Oh, ich dachte, es geht nur einmal. Oh, das wäre so mega scheiße. Okay, warte mal. Komme ich hier? Warte mal, wir könnten doch durchs Fenster, oder? Scheiße, das ist der Typ. Okay. Wo ist der? Warte mal, wir brauchen jetzt den Bornard Key nicht mehr. Und wir brauchen den Torture Room Key nicht mehr. Und den brauchen wir auch nicht mehr. Glaube ich. Ich weiß immer noch nicht, wofür... Was ist der? Den kann ich ja zumachen. Ach du Scheiße. Und das... Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall... Mein Hammer erwartet euch. Na gut, das sind nur normale Ameriten. Keine Hounds. Okay, was passiert hier, wenn ich das Ding aktiviere? Nein! Es ist eine Falle! Arsch, congratulations, Mr. Garrett. You made it through the first trial, even not easy, but I expected that. You open the first door. Also das blaue Türchen haben wir jetzt auf. Here is your second trial. You notice it's upside down style. Okay, also alles, was oben ist, ist unten und so weiter und so fort. Okay. Aber wir haben ja Seilpfeile, also dürfte das kein Problem sein. There are only lost souls in this deeps of imagination. Okay, also auch wieder so ein kleiner... Hä? Hier hört man gar nichts. So eine Art Puzzle vielleicht? Also so ein kleines... Was ist das für ein Geräusch, das leise mich ruft? Okay, wir haben auch noch Wasserpfeile zur Not. Okay, der läuft da wieder raus. Hast du was bei dir? Ja. Oh, danke für den Loot, den optionalen. Base dort hinten, bleib so dort stehen. Eindringling weilt unter uns. Noch lange hier. Noch schon weit werdet ihr schreien. Ihr seid doch verfeindet. Haut euch um. Haut euch um. Wer seid ihr, Schurke? Ich erspähte jemanden. Vielleicht ein Kumpel.
Ich weiß immer noch nicht, was die... Ob da bei den Hammeriten was war. Okay, bevor wir da reingehen, gucke ich mich erstmal hier um. Ach, wir brauchen hier einen Schlüssel, oder? Wo ist mein Dings, mein Dietrich? Wozu haben wir die Dietriche? Zerquetschen. Das ist sehr kreativ. Ich muss sagen, ich habe da so ein Fable dafür. Da ist ein Schalter da oben. Hier ist eine Tür. Warte mal, ist hier vielleicht noch ein Sekret? Nein. Lustig, wie das Banner so hängt. Ah, ist ja klar, es ist ja verzaubert. Warte mal, also theoretisch müsste das so aussehen, der Raum. So sitzt auf der Seite. Komm ich da so hoch? Ein Key. Ich muss aufpassen, ich darf die Tür nicht alle wieder schließen, weil man kommt so wahrscheinlich dann nicht mehr raus. Okay, ich habe einen Key bekommen, aber hier ist noch eine Tür, die verschlossen ist. Ist hier vielleicht auch noch ein Hebel versteckt? Kann ich hier knacken? Nee, ich komme so nicht ran an die Tür. Gucken wir mal, ob es jetzt geht. Nee. Okay, hier ist anscheinend kein Reinkommen. Jedenfalls habe ich hier keine Möglichkeit gefunden. Wofür könnte der Key sein? Die für die Doppeltür, die wir gesehen haben? Das war aber sehr ungefährlich jetzt gerade. Okay, die sind wieder auf ihren Posten. Ja, das ist für diese Tür. Okay. Oh, wieder das Buch. Wer redet da mit mir eigentlich? So, Mr. Gerrit, isn't that a bit misleading? Let's take a look at these wise words and remember them during your trails. The first intention is not always good. Let reflection and patience be my allies. I think you understand quickly, maybe to your own cost. Also, we haven't read the book so quickly. Hat da ein Kessel gezischt? Oder war es vielleicht etwas Schlimmeres? Es war wohl nur der süße Klang eines Kessels. Wahrscheinlich. Ja, süße. Halt! Und. Ich muss das Buch nicht lesen. Aber ich kann sonst die Türen wahrscheinlich nicht öffnen, oder? Hat da ein Kessel gezischt? Stehen geblieben! Weg mit den Waffen! Nee, das geht auch so nicht. Okay, ist hier noch irgendwas anderes, außer dass ich Gegner spawne? Es gibt ja noch bei den Hammeriten einen Raum, da will ich nochmal hin. Anweisungen sind eindeutig. Niemand darf passieren. Wachsamkeit ist unser Schild, der uns vor unseren elenden vergangenen Zeiten schützt. Wir sind nur mit Geschwafel, mit der wir uns den Weg vor der Erleuchtung. Hütet euch vor dem Schuss des Erbauers! Hier ist doch gar nichts. Hä, wie komme ich jetzt hier weiter? Muss ich das Buch lesen? Und dann abhauen? Wenn jemand hier ist, möge er sich zeigen. Stehen geblieben! Weg mit den Waffen! Yeah! Es muss hier irgendwas geben. Die Tür ist offen. Okay.
Es war also so gedacht. Oh Gott, und so ein Lampenmann. Ey Junge, du rauchst aus der Birne. Hat sich der Schatten eben bewegt? Karras, stärke meine Nerven. Ich habe mich geirrt. Ah, du hast Blut bei dir. Was ist das für ein Ding? Da liegt auf jeden Fall Loot. Ich kann hier nichts sehen. Ich habe etwas gehört. Wenn das ein Kessel war, sollte er bald repariert werden, damit er nicht mehr pfeift. Damit er nicht mehr pfeift. Kann ich da drüber, ohne zu sterben? Gehört, aber... Was? Bin ich? Bin ich wieder hier? Hä? Was ist jetzt los? Ich bewege mich so mega schnell. So, jetzt. Ich hing gerade irgendwie im Boden fest. Wer ist da? Was war das für ein Geräusch? Okay, hier wieder vorsichtig. Alles ist wieder ruhig. Okay, das war ein Teleporter. Muss ich den wieder so ablenken? Im Namen des großen Karras. Ist da jemand? Es war wohl nur der süße Klang. Ach, ich verstehe. Ich muss wahrscheinlich von da aus runter, weil wenn ich jetzt hier rüber gehe. Nee, hä? Nee, jetzt geht's auf einmal. Hey? Okay, das hier sieht sehr auffällig aus. Einfach nur ein Leuchtebanner. Okay. Oh, der nächste abgefuckte Raum. Wo sind wir denn jetzt? Ist das nicht der Raum, wo wir vorhin drinnen waren? Diese Doppeltür? Ah ne, da war keine Treppe. Warte mal. Treppe nach unten mit zwei Statuen? Nee. Nee, hier waren wir noch nicht. Es wäre lustig, wenn so die Räume, die wir vorher gesehen haben, so hier in die bizarre Welt gesetzt wären. Hier ist abgeschlossen. Hier kann ich rein. Ich kann wieder dieses Ding nicht knacken. Okay, das sind Fallen. Ich hatte aber Schwein gehabt, dass mich die Falle nicht erwischt hat. Okay, wozu... Habe ich jetzt die Dinger geöffnet? Nur um die Spinne zu spawnen? Wow. Hallo, Mr. Spider. Ist jetzt die Tür da hinten offen? Das Ding ist immer noch zu. Der Schlüssel ist hier rausgefallen. Ah, okay. Okay, warte mal. Das kann man besser. Habe ich eigentlich Schaden genommen durch den Feuerfall? Wahrscheinlich, ja.
sollte nicht so viele Schlüssel bei mir rumtragen. Oh. Komme ich hier nochmal zurück? Wahrscheinlich nicht. Sicher ist die Mutter Porzellankiste und so, oder? Nee, hier könnte ich... Nein, komme ich nicht zurück. Okay. Da ist ein Federfalltrank. Sollte ich ihn verwenden? Wahrscheinlich könnte ich mich hier sehr verletzen. Ah! Ja, könnte ich. Aber ich heb mir ihn auf, weil wir haben nämlich noch Heiltränke. Jede Menge. Okay, was ist das jetzt hier für ein Spielchen? Okay, was hast du heute für mich? You see, Mr. Garrett, this book triggers the opening of the gate leading to the exit of this room. Just one question, Mr. Garrett. Did you activate the little lever in the front of you before reading this book? Oh, no? Oh, sorry. Didn't I warn you at the beginning not to run too fast? Oh, okay, ich verstehe. Wie gemein! Okay. Ahaha, Mr. Garrett, I was sure that God would drive you to the other side. But he is truly peaceful. You have two levers in front of you. Ich habe drei, nicht zwei. One of them opens the exit to the gate. Of course, you will have to fight two several guards. The other release my lovely pets. Make good choice, Garrett. Ich habe drei. Dann öffnen wir sie einfach alle mal. Los geht's. Oh mein Gott. Oh shit, shit, shit! Au! Alter, ich komm doch hier niemals durch! Ah, ich hab eine Blitzbombe. Ah, verstehe. Ich hätte bei Rot lang öffnen sollen. Hey, ich häng schon wieder im Boden irgendwie. Aua. Euer letztes Stündlein. One HP Run confirmed. Hi, man. Hey, warum werde ich immer wieder hierher geteleportiert? Schwindel. Ich habe meinen letzten Eiltrank weggeballert. Achso, der öffnet die Wände. Hi. Oh, wo bin ich jetzt? Diesen Raum war ich noch nicht. Das ist so verwirrend. Eine verschlossene Tür. Kann ich jetzt vielleicht die Dietriche verwenden? Naja, warum sollte ich auch die Dietriche verwenden können? Eine Wache. Wer bist du denn? Hi. Hä, warum? Was bedeutet das? Hä? Ich versteh's nicht. Okay, die Wache ist unten. Irgendwo wird dann wieder der nächste Schalter sein. Key in dem Fall.
Okay, er hat den Raum verlassen. Ich kann das Licht ausmachen. Das ist schlau. War auch sehr seltsam mit dem Teleporter. Man musste sozusagen den Teleporter von der anderen Seite verwenden, sonst wird man in den falschen Bereich zurückteleportiert. Oder es war irgendwie buggy. Ich weiß es nicht. Du hast nichts. Irgendwo in diesem Raum da hinten muss ein Schlüssel sein. Oh nein, Statusmodus. Boop. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ach, es war bestimmt nichts. Vor allem extra viele Fliesen. Okay. Was erwartet mich jetzt hier hinter? Oh. Ist das die Frau, die ich gesehen habe? Ach, da. Vermutlich erzählen die Hallen von ihrer Vergangenheit. Ah, was war das für ein Geräusch? Das ist einfach nur da, aber hier oben ist doch ein Raum. Man könnte doch theoretisch... warte mal, ich will mal was versuchen. Ich habe jetzt gespeichert. Wer, was? Wachen! Hilfe! Hilfe! Hier! Wachen! Hier schleicht ein Dieb herum. Ich sehe nichts mehr. Fuck. Was ist das? Oh, ich komme da nicht ran. Nee, ich komme da nicht hoch. Das glaube ich, vielleicht komme ich später hier nochmal rein. Oh shit. Warte mal, sollte der nicht erstmal nach... Obwohl, der läuft ja einmal im Kreis. Der läuft einmal im Kreis. Was habe ich da nur gesehen? So, schnell die Tür zu und weg. Okay. Schnell weg. Und schnell den Schlüssel finden. Das ist jetzt hier einfach. Das ist zwar auch wieder Stealth und so, was da... Oh Gott. So, wo ist mein Key? Das ist er nicht. Das ist er. Ah, nehmen wir den hier. Alter! Und ich brauche hier natürlich wieder einen Key. Okay, wir müssen jetzt von Teleporter zu Teleporter. Das mich erwartet an jeden... Oh nein, das sind sogar noch Fernkämpfer. Zombie. Hier scheinen... So muss ich drüber springen wahrscheinlich. Und hier ist ein... Oh, das ist das nächste Buch. Mechanist. Wie komme ich an den Sack vorbei? Der wird mich abknallen. Ich habe eine Idee. Wir schießen hier hinten dran, ne? Das hat nicht mehr funktioniert. Welcher Schatten trübte meinen Blick? Im Namen des Karras, kommt heraus. Okay, es hat nicht funktioniert. Vergebt euch! Sofort! Ah, mein Hintern! Ich bin auch im Schleichmodus gewesen. Zu weit. Seid ihr es, Bruder? Warte mal, hier rüber. Ah, jetzt rennt er hier hin. Au! Alter, wie ich rumgerannt bin. Alter, das ist gar nicht so einfach. Ich habe einen einzigen Moosteil. Ich habe auch keine Blitzbombe. Doch, ich habe noch eine Blitzbombe. Das geht nicht anders. Oh, Scheiße! Ich war so weggedreht, dass mein Kopf... Ich habe nichts mehr gesehen. Halt die! Widerstand ist zwecklos. Okay, wir sind durch. Stopp! Wow! Keine Bewegung! Müssen wir jetzt hier rein? Ich weiß es nicht. Okay, hier sind hier... Hier muss ich drüber springen, oder? Ah! Heißt ja. Ah! Wie gemein! Böse Falle. Einmal links. Einmal rechts. Wow, von beiden Seiten!
Okay, nochmal speichern. Tja, ich bin geschickter als ihr. Ich hab da jetzt nicht gesehen. Lag da Loot? Oder ein Schlüssel? Ich brauche ja noch fucking Schlüssel, brauche ich auch noch. Aber wahrscheinlich brauchen wir den doch nicht. Weil anscheinend ist da das Exit. Da ist er. Er ist gar nicht aggressiv. Ich traue dem Braten nicht. Wir haben den Key und wir haben ein Buch. Congratulations, you have accomplished your first mission. And I must admit with Panage. Where you see, I'm quite disappointed that you made it, but we are not finished our little game yet. Von Traggart. Okay, so heißt der so. Having said that, all you have to do is to go back to the beginning of the floating maze. Where a door is open, which will lead to you an exit of the first trail. Ist das vielleicht dieser Traggart-Typ? Wow! Das war nicht so abgemacht. Wo ist der Schlüssel? Das ist der Schlüssel. Zwei Schalter. Rot und blau. Ach, und damit öffne ich dann wahrscheinlich die Gitter. Und da ist sie, die Lucky Hand. Ja, wir haben es geschafft. Das war Heartbreaking. Und wir haben nicht alle Secrets gefunden. Es gab noch zwei. Aber wir haben den kompletten Taschendiebstahl bekommen. Und wir haben ziemlich viel Loot. Echt nette Mission. Aber was ich euch nicht verraten habe, diese Mission ist nur eine von 5 Missionen zu der Nightmare Series. Ja, das war Heartbreaking nur. Aber es gibt noch Fortsetzungen. Die werden wir dann beim nächsten Mal spielen. Könnt ihr mal reinschreiben, ob euch das gefallen hat. Mir hat es ja auf jeden Fall Spaß gemacht und erst am Ende dieser, sag ich mal, Reihe werde ich meine Wertung zum der gesamten Mission dann geben, weil wie gesagt, das ist ja eine kleine Kampagne. Ja, wie gesagt, hat mir Spaß gemacht. Das war Heartbreaking und wir sehen uns dann in der nächsten Mission von dieser Reihe oder in einer anderen C-Fan-Mission wieder. Macht's gut!